Okay, hier, das steht doch erstmal. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das läuft wunderbar. Die Mühlen drehen sich. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Okay, der hier ist jetzt so gut wie fertig. Dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall als nächstes in eine Schweinezucht investieren, oder? Wie sieht's aus mit den Eseln? Ja, wir haben in der letzten Zeit nur einen Esel verloren. Das heißt, das ist alles im Rahmen. Ja, ich meine, hier geht es ja auch nicht wirklich weiter. Wie soll denn jetzt hier noch ein Esel dazu kommen auf der Strecke, wo eigentlich nichts transportiert wird? So, dann würde ich aber sagen, was wir jetzt machen, ist auslagern, auslagern. Und hier drüben müssten wir aber stoppen, dass es eingelagert wird, weil ansonsten schleppen die uns das alles hier rein. Das darf auch nicht hier rein. Und Nahrung brauchen wir hier. Na, obwohl, nee, das lassen wir mal. Dann werden wir hier Einlagerung stoppen. Das hier muss raus. Bier muss weg. Und was braucht man noch da hinten? Ja, hier das Schwert kann auch raus. Genauso wie. Huch, nee, das nicht. Das hier muss gestoppt werden. Ja, so in etwa stelle ich mir das jetzt erstmal vor. Ach so, und die hier können auch raus. Die brauchen wir nämlich da auch nicht. Und das muss aber auch alles hier, müssen wir das stoppen. Wir müssen das nachher wieder aufmachen. Weil wenn wir auf Inseln zum Beispiel Gebirge haben oder so, dann würden die das gar nicht hier zurück ins Hafengebäude schaffen, wenn ich hier nicht sage, dass das auch hier rein darf. Aber ich möchte jetzt wirklich, dass das gezielt nach dort oben transportiert wird. Und deshalb, ja, sollen die das jetzt erstmal machen? Okay. Gut, da habe ich das so jetzt alles eingestellt, oder? Ja, Goldmünzen möchte ich dort auch nicht haben. Können wir direkt stoppen. Nee, und der Rest, der bleibt erstmal. Hier, raus damit. Raus, was soll das hier drin? Gut, dann haben wir es erstmal. So, die Neptun ist bereit. Ihr seht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Steine und 4 Bretter. Gut, genau andersrum, als ich es gesagt habe. So, und wir können jetzt hier mit den Pfeilen sagen, wo der denn hinfahren soll. Also nach Süden, nach Südosten oder nach Nordosten. Ich würde sagen, wir fahren erstmal nach Süden und schauen mal, was dort gibt. Der fährt jetzt einfach los und sobald er irgendwo anlegt oder so, bekommen wir eine Nachricht. Jetzt wurde hier gesagt, dass wir also zum Auslaufen bereit sind. Haben wir schon gemacht. Lager ist fertig. Okay, und der fährt jetzt erstmal so seiner Wege. Was wir jetzt machen, ist wirklich einfach einmal die Karte aufdecken sozusagen und gucken, was wir für Möglichkeiten haben, um uns dann ja letztlich zu entscheiden, wo wir denn hinwollen. Was anderes machen wir jetzt erstmal gar nicht. Also ich habe jetzt nicht vor, gleich die erste Insel da zu erobern sozusagen. Okay, der Steinbruch hier ist jetzt ordentlich vorangeschritten. Dann würde ich sagen, es ist Zeit, hier eine weitere Baracke zu bauen. Schließen wir an. Okay, dann hoffe ich, dass das hier funktioniert. Dann würde ich nämlich hier direkt dann irgendwo weitere Bauernhöfe bauen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Der hat noch gar nichts. Dem fehlt ja auch irgendwie ein bisschen ein Brunnen, ne? Ja, werden wir ihn mal hier hinbauen. Schwupp. Und dann funktioniert das. Ja, hier, ihr seht, es ist einfach zu viel. Ah, wir müssen mal kurz den Transport umstellen. Nach oben, nach oben, nach oben. Damit jetzt wirklich gezielt das transportiert wird, damit das wegkommt. Unabhängig jetzt davon, was es sonst noch gibt, muss jetzt wirklich dieser Kram hier wegtransportiert werden, damit das mal vorangeht. Ja, wir verstopfen jetzt gerade hier unseren Weg. Das ist immer das Problem, wenn man Sachen irgendwo auslagert. Ich hoffe, dass sich das jetzt vergleichsweise schnell wieder gibt. Ja, aber es wird schon irgendwie funktionieren. Ich hoffe einfach mal das Beste.
Wie ist denn das jetzt momentan hier? Habe ich das jetzt nach oben gemacht? Nein, das Eisen muss nach oben und die Kohle muss auch weiter hoch. Wir hätten mehr Kohle drin. Das heißt, die Kohle muss erstmal weg, damit dann ein bisschen Platz wird. Schmeißen die hier immer noch raus, ja. Erst ist eigentlich jetzt hier das Problem. Man merkt es, der doppelte Transport hier trifft dann auf den einfachen Transport hier und das staut sich jetzt natürlich mächtig an. Und das hier ist wahrscheinlich das Getreide für die Brauerei, das dann nicht ankommt. Naja, aber es wird sich hoffentlich jetzt wirklich innerhalb der nächsten Minuten ein bisschen auflockern. So, wir haben hier, sind wir irgendwo gelandet. Okay, das sieht ja eigentlich ganz nett aus. Hier scheint auch Gebirge zu sein. Wäre auf jeden Fall eine Option, aber wir fahren weiter. Also wir können jetzt hier auf den Anker klicken und dann würde hier ein Lagerhaus gebaut werden, also ein Hafengebäude. Aber wir fahren erstmal weiter und ich würde sagen, nach Südosten. Wir schauen uns jetzt wirklich halt einfach nur um, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und suchen dann also gezielt aus, was wir für Inseln dann besiedeln wollen. Also in der Mission ist es natürlich so, ohne eine Insel werden wir nicht in der Lage sein, hier das Ganze zu beenden. Also das steht schon mal fest. Deshalb werden wir da noch ein bisschen arbeiten müssen. Also auf jeden Fall müssen wir da Inseln besiedeln, ansonsten funktioniert es nicht. So, wir sind jetzt hier wieder auf die nächsten Steine getroffen. Das heißt, der nächste Steinmetz muss gebaut werden, damit das wegkommt. Gut, ja, wir haben ja jetzt keine Goldmünzen mehr, also ist das jetzt eigentlich ziemlich wurscht hier. Die habe ich ja leider schon alle verschwendet. Okay, aber die Baracke habe ich auch ausgeschaltet, die habe ich ausgeschaltet. Okay. Ja, der Fischer scheint irgendwie vorbei zu sein. Dann würde ich den mal abreißen. Der fängt nichts mehr. Bei 2% ist es vorbei. Okay. Dann können wir hier einen hinbauen. Nimmt er direkt hier seine Arbeit wieder auf. Obwohl, hier könnte ich... Na... Ich überlege gerade, wenn ich hier eine Baracke hinbaue, passiert wahrscheinlich genau das, was ich eigentlich verhindern wollte. Nämlich, dass hier so ein Bereich dann übrig bleibt, den ich nicht bebauen kann. Dann werde ich einfach... Das hier wird jetzt eine Baracke. Das geht nicht anders. So. Und wir bräuchten wahrscheinlich nochmal nach hier oben eine Baracke, damit wir da auch wirklich komplett rankommen. Aber hier kann ich keine hinbauen, ne? Schlecht, schlecht, schlecht. Ja, dann halt hier, ne? Und dann hoffe ich einfach mal, dass wir hier wirklich ausreichend bekommen. Obwohl, nö, wir machen das anders. Also hier kann ich ja nicht bauen. Aber dann, ups, nutze ich hier das und baue dort einen Wachturm. Einfach auch, um ein bisschen dann hier die Industrie zu schützen. Was haben wir denn? Keine weiteren Steinbestände. Und das Schiff ist gelandet. Okay, das kommt erstmal weg. So, dann können wir hier diese ganzen Straßen abreißen. Und dann ist hier auf jeden Fall Platz für einen Bauernhof. Und das gefällt mir doch wirklich schon mal gut. Ich würde aber sagen, wir bauen erstmal dann hier eine ordentliche Straße nach unten und reißen das hier alles weg. Das kann ich auch jetzt schon mal machen. So, transportiert den Fisch weg. So, und jetzt bauen wir hier... Naja, dann... Nee, ist ja genau das, was ich nicht wollte. Das sind auch wieder 3 Schritte. Was ist denn nur los? Aber hier kann ich... hier ist eine Fahne, die ich übersehen habe. Weg damit. So.
Nee, so doch nicht. Aber so verbaue ich mir alle möglichen Sachen. Aber irgendwie muss ich die Fischerhütte ja wieder dran kriegen. Ja, dann gehen wir halt hier rüber. Das ist ja für die Fischerhütte. Nee, so nicht. Mal möglichst viele fahren, dass wir hier drauf kriegen. So. Okay, weil dann habe ich hier mehr Platz, um Getreidefarm zu bauen. Und außerdem fehlt ja dann auch noch eine Schweinezucht und eine Fleischerei. Wie ist denn das eigentlich? Das Wasser hier reicht nicht aus. Erstaunlich, ne? Okay, dann bauen wir. Ja, hier fehlt überall so ein bisschen. Aber wir haben immer noch genug da. Dann würde ich aber auf jeden Fall jetzt noch einen Brunnen bauen. Machen wir was hier. Schwupp. Angeschlossen. So, jetzt schauen wir aber hier mal nach. Ja, das sieht jetzt hier erstmal nicht so aus, als würde ich da hin wollen. Fahren wir weiter nach Norden. Und schauen mal, wo uns das hinführt. Also das hier kam mir dann doch schon ein bisschen erstrebenswerter vor, einfach weil hier ein Gebirge ist. Das bietet sich durchaus an. So, wie sieht das jetzt hier oben aus? Der Steinbruch ist im Bau. So, und langsam hat sich das doch jetzt hier auch hoffentlich mal gelegt. Naja. Mehr oder weniger. Da fehlt uns noch ein bisschen jeder. Naja. Es ist immer noch ein bisschen am Stocken. Hier wird immer noch ausgeworfen. Es sind jetzt noch 4 Eisen drin. Ich weiß jetzt nicht, was hier liegt. Liegt hier irgendwas? Dass das Eisen dort nicht wegkommt? Oder was ist da? Ich verstehe. Hm. Hier sind nur 6 Eisen rein. Der Rest dürfte dann. Nö. Hä? Ich verstehe nicht, wo das hingegangen ist. Hier ist es nicht rein. Aber das hier wird nicht wegtransportiert. Was ist hier passiert? Sehr mysteriös, oder? Ach, die hier können wir im Übrigen mal stoppen. Was soll man denn damit? Dann hat die jetzt wahrscheinlich schon haufenweise Unsinn produziert. Das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, sind vielleicht Spitzhacken. Naja, ich hoffe einfach mal, dass ich das. Ich verstehe nicht, warum das hier von da nicht wegtransportiert wird. Worauf warten die denn? Hm. Ja, die ganzen Bretter sollen ja jetzt in die Schlosserei offensichtlich teilweise. Und ja, naja, 2 halt in den Steinbruch, den können wir erstmal hier abreißen. Ah, jetzt kommt das Eisen wieder. Wunderbar. Gut, die Brauerei, ja, der fehlt praktisch alles. Weil hier auch noch das Material fehlt. Aber jetzt scheint es wieder zu laufen. Jetzt hat sich gerade alles. Ja, der Stau hat sich jetzt eigentlich so größtenteils aufgelöst. Jetzt muss nur noch das Getreide auch mit irgendwie hinkommen. Wie sieht das jetzt eigentlich hier aus? Wir haben schon 5 produziert. Wir könnten theoretisch auch überlegen, ob wir nicht hier den Wachturm nutzen, um die Soldaten auszubilden. Kann man durchaus machen. Dann kann ich nicht einen Weg hier so lang bauen. Ist irgendwie schöner, oder? Und das ist ja der Weg für den Holzfäller. Der ist ja sowieso aufgebraucht. Der kann weg. Dann können wir das alles abreißen. Dann kriegt man den wahrscheinlich auch noch gerade hin.